wenn das Bootsticket ausläuft, einfach mal am Ufer anlanden, nicht zurück ins Dorf und dann vom Ufer aus ein bisschen weiter angeln. Denn da gibt es an verschiedensten Stellen mega gute Spots für Scholle und für Steinbutt. Ja, eine der Top-Stellen für Scholle zum Beispiel ist einfach hier in diesem kleinen, ja, in diesem kleinen extra Fjord, diese kleine Nische hier oberhalb des Hafengebietes. Also hier haben wir ja die Hafen-Area und hier oberhalb sind wir dann in diesem kleinen extra Fjord und hier war ich ja auch schon mehrfach unterwegs, auch in den anderen Videos. Eins verlinke ich am besten nochmal. Da ging es hier um diese Area eher im Bereich von der 35 Meter. Nächste Area jetzt hier, heute mal ein bisschen ausgiebiger getestet. Und es funktioniert ganz gut hier. Wenn man einfach so locker rüberwirft, gar nicht so ganz weit ausgeworfen, locker, ich sag mal so halbe, mit halber Kraft einfach nur ausgeworfen und dann Tempo 50 einfach hier reingejickt. Das Ganze läuft jetzt hier allerdings auf dem Pilker. Auch wenn wir hier jetzt gerade durchjiggen, verwenden wir quasi die Pilkmontage mit Seitenarm. Wenn man noch nicht so weit ist, kann man das Ganze hier natürlich auch probieren mit der normalen Jigmontage. Und da verwenden wir dann die Gummifische. Welche das sind, da gehen wir gleich im Detail drauf ein. Ich ziehe jetzt hier gerade einfach mal noch ein bisschen durch. Und teste und teste und teste. Ja, hauptsächlich hier Fische bisher, Schollen, dann Steinbutt und auch noch natürlich der Seeskorpion immer wieder dabei. Die kleinen, die ballern natürlich gerade am Ufer immer wieder rein. Ja, und dann der Bereich, den man hier eben abfächert, ist quasi hier von der Rutenspitze einmal so halb in Richtung des Offenen sozusagen und dann hier bis zu der nächsten Felsecke hier. Also den Bereich habe ich bisher komplett immer abgefächert und ja, wie gesagt, auch gar nicht so weit ausgeworfen. Vom Setup her gucken wir gerade mal eben rein. Währenddessen kann das ja nochmal hier absinken. Setup ganz normal hier einfach nur mit den Lurkern unterwegs. Hier kann man bestimmt auch noch was anderes wählen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das hier vielleicht im rötlichen oder vielleicht auch mal im silbrigen Bereich noch funktioniert. Das können wir gleich einfach mal testen oder ändern. Und auch hier das Filet wäre auch durchaus mal eine Möglichkeit, das entweder ganz wegzulassen durchaus oder auch mal was Größeres dran zu machen. Vielleicht geht da ja auch noch ein bisschen was Größeres aufs Filet. Wie gesagt, wenn man noch nicht so weit ist, dass man Seitenarme verwenden kann, dann auch gerne entweder mit der Endblei-Montage das probieren oder wenn man hier ganz basic unterwegs ist, einfach mit der Jig-Montage. Und dann sieht das Ganze ja ungefähr so aus. Das heißt, man hat den Haken, man hat den Jig, hier in dem Fall jetzt gerade den Maggot und dann mit verschiedenen Perlen einfach hier ein bisschen rumspielen und testen, welche der Perlen hier am ehesten anspricht und was dann hier am besten funktioniert. Wenn wir dann in den Kescher reinschauen, ich jig mal hier so ein, zweimal, vielleicht triggert das ja schon wieder. So, wenn wir dann in den Kescher reinschauen, sehen wir hier auch das Ergebnis bisher, also Scholle, 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 jede Menge Schollen, jede Menge Steinbutt aber auch und natürlich auch hier der Seeskorpion immer wieder mit dabei. Was natürlich besonders toll ist, wenn hier mal zwischendurch ein richtig schön großer Dornhai mit reingeht. Ja, 6,5 Kilo, das schmeckt dann natürlich richtig. Aber im Großen und Ganzen, ja, sind das jetzt hier die letzte Stunde ungefähr. Zwischendurch hatte ich noch ein bisschen Pause gemacht wieder mal und dann hier wieder weitergemacht. Aber hier läuft es ganz gut. 4,5 Kilo Steinbutt, 7,5 Kilo Steinbutt. Also hier auch große Brocken dabei, Schollen auch im großen Bereich dabei, im Kilobereich. Also das passt hier schon ganz gut. 1,5, 1,5, 1,8 hier die Scholle. Also bisher schon gar nicht so schlecht. Kann sich wirklich gut sehen lassen und wie gesagt von der Bewegung her einfach etwas, was man auch gut nebenbei machen kann. Also man jiggt dann hier einfach mal ein bisschen rum, zapp, immer mal ein bisschen rein und raus geworfen und dann wie gesagt hier locker mit Jig wieder reingezogen
Ich habe zum Beispiel gerade noch ein bisschen gekocht und dann jetzt einfach hier wieder weitergemacht. Also das ist halt eben das Schöne, wenn man am Land irgendwo steht und hier so eine Stelle hat, dann muss man eben nicht so ein Stunden- oder so ein 5-Stunden-Ticket, Bootsticket die ganze Zeit durchziehen, sondern kann einfach mal kurz hier stehen bleiben und dann weitermachen. Das ist halt der Riesenvorteil. Jetzt hoffe ich hier natürlich noch, und das müssen wir gleich noch ein bisschen testen, auf noch mehr und im Idealfall richtig schön große Steinbutt. Da können wir gleich nochmal eben reinschauen in die Köder, also in die Vorlieben des Steinbutts, welcher Köder denn am liebsten quasi genommen wird. Wobei ich jetzt gerade ja schon einmal alles umgebaut hatte auf den Maggot, denn der Maggot hat hier am besten geliefert bisher. Das heißt, wir sehen das hier natürlich dann auch beim Steinbutt zuletzt. Hier der Maggot 02, aber auch wenn wir hier vorher schon schauen, Maggot 02. Hier haben wir den Lurker 07, also da geht der Steinbutt auch direkt auf den Pilker drauf. Auch hier der Lurker 07. Wie gesagt, da wäre es jetzt vielleicht nochmal die Möglichkeit, den Lurker einfach nochmal umzubauen. Wir können ja mal eben in die Rekorde reingucken. Und da haben wir die wöchentlichen Rekorde und das sieht auch schon ganz gut aus. Zweierlei. Also einmal werde ich hier den Maggot gleich nochmal mit reinnehmen. Und zum anderen gucken wir mal, der Lurker, da ist er, zweimal auch mit dabei. 18 und 19 Kilo sogar. Richtig großer Steinbutt. Also das ist doch durchaus ein gutes Zeichen. Das heißt, wir lassen den Lurker. Wir lassen den so, wie er ist. Was wir hier vielleicht noch ändern könnten, sind entweder hier die Haken von dem Lurker nochmal anpassen. Oder wir machen, ich mache mal das Filet zum Beispiel ab. Vielleicht gehen wir einfach mal auf so eine Rassel. Vielleicht triggert das ja noch ein bisschen mehr. Und wir ändern hier einmal noch den auf den GG, auf den Maggot in Rot. So, das ändern wir vielleicht hier auch mal. Machen wir es mal so. Und dann machen wir das hier so. Perfekt. So. Alles nochmal so ein bisschen umgestellt und jetzt wird wieder weiter getestet, also direkt nochmal wieder raus. Übrigens gerade in den Morgenstunden deutlich besser als jetzt gerade hier zur Mittagszeit. Da war quasi mit jedem Auswurf auch sofort der Biss. Da merkt man schon noch einen kleinen Unterschied jetzt. Und ich hoffe, dass es jetzt dann gleich in den Abendstunden auch nochmal richtig losgeht. Was mich halt jetzt sehr interessiert, also Steinbutt wäre einfach mega gut, auch vom Silber her. Die Trophy würde mir auch noch fehlen. Das wäre natürlich der Oberhammer, wenn das funktioniert. Das heißt, hier auf jeden Fall noch weiter suchen. Aber auch mit den Schollen bin ich super zufrieden. Also die Frequenz ist top. Und ja, man kann eben auch hier schön auch noch Prozente machen. Beim Meeresangeln Prozente machen. Ja, Endspurt hier 0,1 noch bis 85%. Und dann geht es weiter mit den nächsten Ködern. Ja, ich ziehe jetzt hier also noch ein bisschen weiter durch, teste jetzt hier an der Stelle also noch weiter auf Steinbutt und Co. Und dann mache ich mir jetzt schön den Kescher voll jetzt hier mit den Plattfischen. Übrigens vom Testen her nochmal deutlich besseres Ergebnis ohne Rassel. Zack, da haben wir nochmal eine kleine Scholle. Und auch gerne hier mit dem Filetstreifen. Gerade nochmal getestet, ja, und man merkt doch nochmal einen Unterschied. 5-6 Mal geworfen und kein Ergebnis mehr mit der Rassel und ohne dem Filetstreifen. Also macht das wahrscheinlich tatsächlich nochmal einen Unterschied hier, zusätzliche Lockmittel. Nichtsdestotrotz werde ich hier gleich nochmal ein bisschen weiter rumprobieren. Bedeutet auf jeden Fall auch nochmal andere Farben ausprobieren, welche denn jetzt hier gleich am besten funktioniert. Neben diesem Pilker muss es doch auch noch andere Farben geben, nur weil der gerade so viel verwendet wird. Das wird wahrscheinlich der Grund sein, warum der auch gerade überall in den Rekorden drin ist. Aber da gibt es auch bestimmt auch noch andere Farben, die vielleicht interessanter sind für den Steinbutt. So, also weitermachen, weiter durchziehen und im Idealfall rasselt hier auch noch die Steinbutts-Trophy rein. Das wäre natürlich der Oberhammer. Also gönnt euch eure Plattfische. Hier ist tatsächlich doch nochmal was Großes reingegangen. Sehr schön. Den ziehen wir hier nochmal eben raus. Vielleicht ist es ja doch nochmal ein schön großer Steinbutt.
Und dann macht, wie gesagt, die Kescher voll hier an der Stelle immer wieder ideal, wenn das Ticket halt gerade mal ausläuft und man einfach mal ein bisschen Zeit, hoppala, jetzt aber nicht ins Wasser fallen, und man einfach mal ein bisschen Zeit am Land verbringen will, ohne den Bootsticketdruck. Da kommt er schon an und der hat auch sogar ein ganz gutes Gewicht. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Da sieht man mal, wie die stehen. Bam! Und dann gibt er mir auch noch die 85%. Richtig nice. Also, schöner Steinbutt. 11,6 Kilo. Schmeckt richtig. Sehr, sehr, sehr cool. Absolut schräges Vieh. Aber so sollen sie sein. Petri Lümmels zieht raus die Brocken. Ich hoffe, es hat geholfen und gefallen. Wenn ja, Daumen da lassen, Kanal abonnieren. Hilft mir, gefällt mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags, 19 Uhr. Petri.